Okay, also dann wieder willkommen. Grundlagen der automatischen Spracherkennung. Gleich vorneweg die für Sie gute Nachricht. Ich habe mich entschieden, nächste Woche die beiden Vorlesungen wirklich ausfallen zu lassen. Wir sind weit genug im Stoff. Ich habe nächste Woche zwei, drei wichtige Veranstaltungen, die ich leider vorbereiten muss. Insofern machen wir nächste Woche keine Vorlesung und die Woche darauf gibt es dann noch mal so ein paar abschließende Themen, die ich behandeln werde und gegebenenfalls in der letzten Woche wollte ich noch mal in der letzten Vorlesung wollte ich noch mal referieren zu einem Problem, weil ich jetzt in den Prüfungen vermehrt feststelle, dass da ein Missverständnis besteht bei dem Zusammenhang akustisches Modell HMM und wie HMMs wirklich das akustische Modell modellieren. Da gibt es jetzt also auch bei eigentlich sehr gut laufenden Prüfungen immer wieder Missverständnisse. Da wollte ich dann sozusagen nochmal nacharbeiten, dass ich da anscheinend in der Lehre was falsch mache und da ein bisschen was nochmal korrigieren muss. Heute schauen wir nochmal nach, machen wir zu Ende das Kapitel der Suche. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei dem Stack-Decoder mit Hilfe von A-Sternchen. Und ich hatte schon letztes Mal gesagt, es gab so historisch diesen Wettstreit, diesen Disput, was ist besser geeignet? Der Viterbi-Decoder mit Strahlsuche oder der Stack-Decoder mit so einer A-Sternchen-Suche? Deswegen einfach mal kann man sich ein bisschen anschauen, was sind so Vor- und Nachteile des Stack-Decoders. Der Vorteil ist, wenn ich halt eine sehr gute Heuristik habe oder die Heuristik halt sehr schöne Abschätzungen macht, die möglichst nah an den tatsächlichen Distanzen liegen bis zum Ende, dann kann es sein, dass ich wirklich nur sehr wenige Zustände expandieren muss. Das heißt, ich muss relativ wenig, von meinem Suchraum aktiv machen. Das geht halt aber wirklich nur dann, wenn die Heuristik wirklich sehr gut ist. Und da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das kann bei der Spracherkennung schwierig sein, eine gute Heuristik zu finden. Also man kann damit so durchschnittlichen Frame-Scores oder Frame-Wahrscheinlichkeiten arbeiten, um das abzuschätzen. Aber das ist manchmal doch gefährlich. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie gut das Modell diskriminiert. Also wie groß sind wirklich die Wahrscheinlichkeitsunterschiede zwischen dem wahrscheinlichsten und zum Beispiel dem zweitwahrscheinlichsten, drittwahrscheinlichsten Pfad. Wenn die alle sehr nah beieinander liegen, da reicht es dann schon, wenn die Heuristik nur ein bisschen die tatsächliche Distanz, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit unterschätzt, dass ich dann plötzlich immer noch sehr viele Pfade fast komplett expandieren muss. Schön ist auch, dass so ein Stack-Element sehr einfach die gesamte Historie einer Hypothese speichern kann. Dieser Zustand, den ich habe, da kann ich alles drin speichern, den ich da auf den Stack lege, insbesondere den Pfad, wie ich ihn bisher hatte. Wenn ich die richtige Heuristik nehme, finde ich die optimale Lösung. Und ich habe also nicht diese großen Probleme unbedingt, die ich habe bei der Behandlung des Sprachmodells. Wir hatten da in diesen Suchgraphen gesehen, dass diese Suchgraphen sehr kompliziert werden können, wenn ich da Trigramm-Sprachmodelle oder sowas habe, dass ich da diese großen Übergänge habe. Aber dadurch, dass beim Stack-Decoder ja der Graph nicht explizit vorhanden sein muss, sondern mit Regeln expandiert wird und ich nur die Stack-Elemente mit der tatsächlichen Historie speichere, ist das meistens kein großes Problem. Ich bekomme da keine großen Sorgen und auch mit kontextabhängigen Modellen, akustischen Modellen etc. bekomme ich kein Problem. Der Nachteil liegt halt darin, dass er eine zeitasynchrone Suche implementiert und da hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, da ist halt das Problem, wenn ich Pfade unterschiedlicher Länge vergleiche und wenn ich jetzt halt die Heuristik habe statt der tatsächlichen Distanz, kann es halt sein, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche und deshalb dann wieder kürzere Pfade expandiere anstatt längerer Pfade, weil halt ein längerer Pfad per se immer höhere Kosten hat als ein kürzerer Pfad. Und wenn die Heuristik jetzt die tatsächlichen Kosten stark unterschätzt, damit man auf der sicheren Seite ist, passiert es dann halt relativ schnell, dass kürzere Pfade dann wieder viel besser bewertet werden als längere Pfade, jeweils inklusive Heuristik, und dass ich dann die kürzeren Pfade wieder anfange zu expandieren. Und ja, man braucht halt eine gute Heuristik. Und wenn man sich es genau überlegt, so eine Heuristik, eine perfekte Heuristik, die die tatsächlichen Kosten genau abschätzt, von aktuellem Zustand bis noch im Endzustand, das ist im Prinzip das gleiche Problem wie die Erkennung. Das heißt, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz.
Und deswegen werden halt so Stack-Decoder häufig dann als zweiter Suchlauf verwendet. Wenn man für den ersten Suchlauf dann Viterbi-Suche, Beam-Search nimmt, dann einen bestimmten Bereich des Suchraumes aktiv zurückbehält, den, die man während der Beam-Search besucht hat, und danach nochmal mit viel stärkeren Modellen, höhere N-Gramm-Order, größere kontextabhängige Modelle, mehr Parameter, dann den übrig gebliebenen Suchraum nochmal absucht. Wenn man dann jetzt guckt, was ist der Vorteil der Strahlsuche gegenüber dem A-Sternchen, ist halt, dass ich keine Heuristik brauche, gerade bei der Spracherkennung sehr schön. Ich vergleiche immer Pfade gleicher Länge, das heißt, ich habe im Prinzip immer einen relativ fairen Vergleich. Und wenn man das so wollte, könnte man auch da gut zum Beispiel so parallele Implementierungen machen, da ich immer alle aktiven Pfade synchron expandiere, könnte man zum Beispiel sowas machen wie, ich lasse die halt eine Weile immer so eine bestimmte Anzahl an Schritten, 10 Schritten parallel expandieren und dann von Zeit zu Zeit synchronisiere ich mich, indem ich dann das Pruning einmal komplett über alle parallel expandierten Pfade zum Beispiel durchführe. Nachteil der Strahlsuche ist halt, dass es da nicht so eine Unterscheidung gibt zwischen admissible und nicht admissible. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass die Strahlsuche das Optimum finden wird. Aber in der Praxis, gerade bei so schön strukturierten Problemen wie halt Spracherkennung, ist das auch egal. Da findet es meistens eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Wenn ich den Strahl nicht so komplett abdrehe, dass, wie wir das gesehen haben, da an dieser Abbruchkante rankomme, macht das eigentlich keine besonders großen Probleme in der Praxis. Und deswegen, seit der Ende der 80er Jahre, hat sich das eigentlich entschieden, dass man sowas macht, erstmal Viterbi-Suche mit Pruning und verhältnismäßig einfachen Modellen und danach nochmal Absuchen des übrig gebliebenen Suchraumes mit komplexeren Modellen mit Hilfe einer A-Sternchensuche. Was wir jetzt machen können, ist, jetzt schlagen wir nochmal einen Bogen von dem, was ich ganz am Anfang nur mündlich diskutiert hatte, zu der Viterbi-Suche, aber kann man auch für die A-Sternchensuche verwenden, aber meistens macht man das für die Viterbi-Strahlsuche, und einem Trick, den ich schon mal erwähnt habe, aber den wir bisher nicht anwenden. Wir hatten gesagt, angenommen, wir ignorieren das Sprachmodell. Und angenommen, wir machen so Einzelworterkennung mit Hilfe von HMMs, dann kann man ja so ein Pseudo-HMM machen, das halt einen gemeinsamen Startpunkt hat und alle Worte parallel. Und dann suche ich zum Beispiel den Viterbi-Pfad daraus und sage, das Wort, zu dem der Viterbi-Pfad, der wahrscheinlichste Pfad gehört, das sei das Wort, das ich erkenne. Und dann hatte ich gesagt, kann man sich ja schon überlegen, manche Worte fangen halt gleich an, mit gleicher Zustandsfolge. Und wenn ich da nicht alles immer doppelt ausrechnen will, könnte ich ja anfangen, so gemeinsame Präfixe zusammenzufassen und dadurch dann Viterbi-Pfad zu legen. Das haben wir jetzt bei diesen Netzen, die wir da angezeichnet haben, das haben wir noch gar nicht gemacht. Da hatten wir immer die Wörter alle komplett parallel stehen, egal ob sie gleich anfangen oder nicht. Und das hat einen Grund und darauf kommen wir dann gleich. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das jetzt mal anschaut, so schematisch dargestellt, so ein Suchpfad, 3 Wörter, muss man von unten nach oben immer lesen, Cache, Cake und Ken. Und da fangen alle 3 mit dem gleichen Phonem an und 2 fangen auch noch mit der gleichen 2 Phonemen an. Und wenn ich da anfange, diese Pfade parallel zu rechnen, dann rechne ich ganz am Anfang 3-mal dasselbe aus und dann bei den anderen Wörtern, wenn ich im anderen Phonem bin, 2-mal dasselbe. Warum sollte ich das machen, dass ich die 2-mal berechne? Und wenn ich dann eine Viterbi-Suche mache, wo mich sowieso nur noch die wahrscheinlichste Zustandsfolge interessiert, dann sind die Pfade auch immer genau gleich, solange das Präfix gleich ist. Also, was kann man machen? Was man machen kann, ist, dass man sich seinen Suchraum ein bisschen umorganisiert, indem man halt diese Präfixe berücksichtigt und seinen Suchraum sich so organisiert, dass man ihn als Baum organisiert. Ich habe mehrere Wurzeln. Ich habe so viele Wurzeln, wie ich Phoneme habe in meinem Alphabet. Und von diesen Wurzeln, von diesen Phonemen auf an, lasse ich dann den Baum auffächern, die gesamten Wörter, die ich in meinem Suchvokabular habe. Was ich dann noch machen muss, ist, dass ich noch sowas mache, dass ich markiere Knoten in dem Baum, die potenziell ein Ende eines Wortes sein können. Es kann ja durchaus Wörter geben, die komplett Präfix eines anderen längeren Wortes sind. Da muss ich irgendwie markieren, dass an dieser Stelle auch ein
Wort zu Ende sein könnte und ich von hier aus dann auch wieder komplett vorne im Baum anfangen könnte, in ein neues Wort reinzugehen. Und dann wird halt aus dem, was wir vorhin hatten, wo man die Worte parallel hatte, zum Beispiel dieser Baum für diese drei Worte, oder wenn man es halt hinschreibt, wieder übereinander, dann kann man das halt entsprechend über solche Markierungen machen. Die Suche expandiert halt jetzt nur in diese Zustände, oder es darf von Endzuständen eines Wortes wieder in alle möglichen Anfangszustände, sprich in alle möglichen Blätter dieser Bäume sein. Also ein Baum hat ja eigentlich nur ein Blatt. Hier habe ich jetzt sozusagen mehrere parallele Bäume. Für jedes Phonem, das ein Anfangsphonem sein kann, habe ich einen Baum, der alle Wörter enthält, die mit diesem Phonem, das da in der Wurzel drin steht, anfängt. Also streng genommen müsste man eigentlich von einem Wald, von einem Forest reden. Man redet aber trotzdem in der Spracherkennung eigentlich immer von der Baumsuche, auch wenn mehrere Bäume parallel gemeint sind. Wenn ich mir jetzt also anschaue, die Nachfolgezustände, die ich haben kann, wenn ich aus einem Wort rausgehe und wieder ein neues Wort angucke. Da, wo ich alle Wörter parallel hatte, habe ich so viele mögliche Nachfolgezustände, wie ich Wörter habe. Also wenn ich aus einem Wortende rausgehe, in ein neues Wort, dann hatte ich vorher, bei dem, was wir letzte Woche gesehen hatten, halt so viele möglichen neuen Anfänge, wie ich Wörter habe. Können sowas wie 100.000, 200.000, 300.000 Wörter im Vokabular sein. Jetzt hier habe ich plötzlich nur noch so viele Anfangszustände, wie ich Phoneme habe. Also 50, sowas in der Größenordnung. Das ist natürlich super. Also die Anzahl der möglichen Nachfolger von so einem Wortende reduziert sich kolossal. Jetzt kann sich jeder denken, dass man natürlich so einen tollen Vorteil teuer erkaufen muss. Und diesen Vorteil, den ich da habe, der wird halt konterkariert durch einen anderen Nachteil. Und dieser Nachteil ist natürlich der mit dem Sprachmodell zusammenhängt. Wenn ich aus einem Wort rausgehe und angenommen, ich kümmere mich jetzt mal nicht um Trigramm oder so. Angenommen, ich mache jetzt nur sowas wie Bigramm-Sprachmodell. Wenn ich also aus so einem Wort rausgehe, aus Cake rausgehe und dann vorne bei Ken anfange, dann muss ich ja, wenn ich diesen Übergang mache, die Bigramm-Sprachmodell-Wahrscheinlichkeit drauf multiplizieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Historie ist Cake, jetzt das Wort Ken kommt. Das kann ich machen, wenn ich die Worte parallel halte. Wenn ich die Worte aber als Baum habe, dann gehe ich oben aus Cake raus. Ich weiß, was meine Historie ist. Ich weiß, welches Wort ich habe, aus dem ich rauskomme und gehe vorne wieder bei dem Phonem K rein. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch überhaupt keine Ahnung, welches Wort denn das hinterher überhaupt mal werden wird, in welchem Wort ich da enden werde. Deswegen kann ich dann an dieser Stelle gar nicht die Sprachmodellwahrscheinlichkeit aufmultiplizieren. Und das ist natürlich ein Problem. Was kann man machen? Die erste Möglichkeit, wenn man jetzt mit Bigramm arbeitet, mit Bigramm-Sprachmodellen, nennt sich Delayed Bigrams. Die Idee dabei ist, ganz einfach gesprochen, dass ich jetzt das Aufmultiplizieren der Sprachmodellwahrscheinlichkeit auf die Gesamtkosten meines Pfades, den ich da so während der Suche absuche, dass ich dieses Draufmultiplizieren zu dem Zeitpunkt verschiebe, wenn ich weiß, in welchem Wort ich denn tatsächlich jetzt expandiert habe, wenn ich meinen Baum weiterverfolgt habe. Das können mehrere Möglichkeiten sein. Möglichkeit 1, ich bin also vorne in das K reingegangen. Ich weiß, aus welchem vorhergehenden Wort ich gekommen bin, das heißt Cake. Dann kann Folgendes passieren. Ich laufe hier durch und bin irgendwann in einem Endzustand, der mir sagt, das ist jetzt der Endzustand des Wortes. Dann weiß ich, okay, ich bin von Cake gekommen und bin jetzt hier wieder in Cake gewesen und kann dann an der Stelle, wenn ich sozusagen da reingehe, da kann ich dann diese Bigramm-Wahrscheinlichkeit P von Cake gegeben Cake aufmultiplizieren. Oder hier, wenn ich hier im Ende bin, dann kann ich halt auch entsprechend aufmultiplizieren. Aha, jetzt gehe ich in das T rein, das heißt, ich bin im Wort kennt und kann dann hier bei dem schwarzen Fall die Bigramm-Wahrscheinlichkeit aufmultiplizieren. Jetzt muss man natürlich den Fall unterscheiden. Dieses N hatte ich vorher einfach nur markiert als, das kann ein Wortende-Phonem sein oder es kann kein Wortende-Phonem sein. Das kann ich jetzt nicht mehr machen.
Weil ich jetzt das Problem habe, ich würde gerne schon die Sprachmodellwahrscheinlichkeit aufmultiplizieren, wenn ich in das Phonem reingehe und nicht erst, wenn ich aus dem Phonem rauskomme. Und wenn ich jetzt in das N reingehe, wenn ich die beiden zusammenlege, wie hier, da weiß ich noch nicht, bin ich jetzt im Ende vom Wort kennen oder ist das das Wort can't? Da muss man dann anfangen, hier zusätzliche Knoten einzufügen, indem ich dasselbe Phonem dupliziere und es einmal als Wortende Phonem wende und einmal als Phonem, das innen drin liegt. Somit, dass ich dann, wenn ich weiß, ich gehe jetzt hier rein, dann kann ich von P von Ken gegebener Cake auf drauf tun. Und hier bei dem T habe ich genau das gleiche Problem. Jetzt ist das hier immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt kann ich aber trotzdem wieder noch einen kleinen Trick anwenden, um zu optimieren. Wenn wir jetzt mal nur diesen Baum uns anschauen. Hier habe ich gesagt, wenn ich diesen Übergang mache in das T rein, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt im Ende vom Wort can't und kann jetzt hier die Sprachmodellwahrscheinlichkeit aufmultiplizieren. In Wirklichkeit weiß ich aber schon, wenn ich hier reingehe, dass ich im Wort can't bin. Dadurch, dass ich jetzt die beiden dupliziert habe, damit ich hier weiß, wenn ich in das N von can reingehe, weiß ich aber auch hier, weil es ab hier keine Verzweigungen mehr gibt, dass spätestens, wenn ich hier reingehe, dass ich da das Wort can't habe. Das heißt, da kann ich schon bei dem Übergang jetzt die Bigramm-Wahrscheinlichkeit P von can't gegeben mein Vorgängerwort drauf multiplizieren. Das heißt, der Trick ist also, einmal sicherzustellen, dass es immer eindeutig ist, wenn ich in ein Ende eines Wortes reingehe und dann zu identifizieren, ab welcher Ebene im Baum, ab welchem Knoten ist denn das Wort eindeutig bestimmt. Ab wann ist es klar, dass es kein anderes Wort mehr sein kann? Und dann, zwar jetzt nicht mehr beim Anfang, wenn ich in den Baum vorne reingehe, die Sprachmodellwahrscheinlichkeit aufmultipliziere, das verschiebe so lange bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffen kann, in welchem Wort bin ich denn jetzt drin. Und dieses Vorgehen, das nennt man halt entsprechend Delayed Bigrams, weil man das halt verschiebt. Welche Nachteile könnte das haben? Meine, im Prinzip am Ende wird ja alles aufmultipliziert, was aufmultipliziert werden muss. Sprachmodell wird halt ein bisschen später drauf multipliziert. Numerisch kommt hinterher dasselbe raus. Wo könnte der Hasenfuß liegen? Was könnte von Nachteil sein, wenn ich die Sprachmodellwahrscheinlichkeit erst später drauf multipliziere? Was könnte da der Nachteil sein? Jetzt spulen wir nochmal zurück. Und versuchen, müssen dann eine Querverbindung machen zu einer Sache, die wir über das Sprachmodell gesagt hatten. Wir hatten mal am Anfang, als wir Sprachmodell gesprochen haben, diskutiert, was sind die Aufgaben des Sprachmodells? Was macht das Sprachmodell? Welche Aufgaben hat es? Also erstmal rein rechnerisch sagt die Base-Formel halt, wir brauchen es. Das war die eine Sache. Aber was waren noch, wir haben dann aufgelegt, noch so ein paar, aufgezeigt, noch so ein, zwei Nebeneffekte, die das Sprachmodell haben kann, wo es vielleicht helfen kann. Was war so eine andere Möglichkeit? Was kann ich nur machen, wenn ich ein Sprachmodell habe? Und was kann ich und anstelle, was kann ich nur mit einem akustischen Modell nicht machen? Welche Worte kann ich zum Beispiel nicht unterscheiden? Genau, Homophone. Kann ich halt nicht unterscheiden. Wir hatten dieses komische Beispiel, dieses IOU2. Das ist sogar ein ganzer Satz, der gleich klingt und den ich in unterschiedliche Wortsequenzen zerlegen kann. Und die eine ist halt wahrscheinlicher als die andere. Da kann halt das Sprachmodell helfen. Und dann hatten wir so ein bisschen das Wörterratespiel gespielt. Was war die Idee beim Wörterratespiel? Was hatten wir da gesehen bei diesem Wörterratespiel? Das war das Guten Tag oder erstmal Guten. Und dann musste man raten, was kommt als nächstes. Da haben wir gesagt, ja, Tag, Abend und so weiter. Dann was kommt als nächstes? Ja, Herr oder Frau oder du oder sowas. Und was kommt dann als nächstes? Und dann war, können ganz viele verschiedene Nachnamen kommen. Was hatte man daran nochmal gesehen? Was kann das Sprachmodell auch? Da hatten wir zum Beispiel auch solche Sachen gemacht. Wir hatten so durcheinandergewürfelte Sätze wieder rekonstruiert in der richtigen Reihenfolge. Sprachmodell kann also vorhersagen, wenn ich jetzt eine Historie habe, Worte, die jetzt
eher wahrscheinlich sind, dass sie folgen, und Worte, die eher unwahrscheinlich sind, dass sie folgen. Für was könnte das verdammt nützlich sein bei der Suche? Für welche Technik? Ja, das ist natürlich was hochgradig interessant ist für das Pruning. Das Pruning lebt ja gerade davon, dass ich halt bestimmte Teilpfade als viel wahrscheinlicher ansehe als andere Teilpfade. Und ein Teil dieser Unterschiede zwischen den Wahrscheinlichkeiten bei den Wortübergängen kommt ja eben gerade daher, dass das Sprachmodell halt bestimmte Sachen als sehr wahrscheinlich und andere Sachen als eher unwahrscheinlich hat. Und dadurch unterstützt das Sprachmodell natürlich das Pruning ungemein. Wenn ich jetzt das Draufmultiplizieren der Sprachmodellwahrscheinlichkeit nach hinten schiebe, dann prune ich später. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen größeren Teil des Suchraumes aktiv machen, als wenn ich früher das Sprachmodell angewandt hätte, weil ich aufgrund der Sprachmodellinformation effektiver hätte prunen können. Und natürlich hier habe ich erstmal etwas, das heißt Delayed Bigrams. Ja, und was ist, wenn ich Trigramme mache? Ja, da muss man sich auch nochmal was überlegen. Gut, jetzt erstmal die Frage, bringt das Ganze überhaupt was? Oder was bringt es? Funktioniert das, wenn ich jetzt meinen Suchraum so mit Bäumen organisiere, in Baumform organisiere oder streng genommen in Wald, in Forestform? Hat der Herr Ney aus Aachen mal Experimente zugefahren mit damals, das ist 90er Jahre oder so, Anfang 90er Jahre, da hatte man so 12.000 Wörter Vokabular, und dann hat er mal verglichen die beiden Suchräume. Und wenn er das ohne Organisation in Baumform hatte, sondern die Wörter so parallel, dann hatte er sowas wie 100.000 Phonemübergänge, die er brauchte. Und wenn er das Ganze mit Baumform machte, dann waren es nur noch 43.000 Phonemübergänge. Das Ganze jeweils mit kontextabhängigen Modellen. Das heißt, allein durch die Baumorganisation ist die Anzahl der möglichen Übergänge und damit potenziell parallele Berechnungen, die man machen muss, um Faktor 2,5 gesenkt worden. Dann war natürlich die Frage, klar, am Präfix, am Anfang wird man relativ viel parallel haben, aber das Präfix kann ja relativ schnell uneindeutig werden. Spare ich denn überhaupt noch was ein, wenn ich ganz tief im Baum bin, oder wird der Baum ganz schnell so aussehen, dass er aus vielen parallelen Pfaden besteht, die sich nicht weiter verästeln? Und da kann man hier mal in die Tabelle reingucken und sehen, dass auch in relativ großen Baumtiefen man immer noch Einsparungen hat. Wenn man halt schaut, am Anfang auf der ersten Ebene hat man 28 parallele Phonemübergänge. Wenn man geschaut hat während der Strahlsuche, wie viele davon so aktiv waren, dann waren immerhin 23 noch davon aktiv. Ist auch nicht sonderlich verwunderlich. Am Anfang kann es im Prinzip noch so sinngemäß jedes Wort sein. Ein paar werden weggeprunt durch Sprachmodell. Und der Rest kann halt noch sein, hat man sich noch nicht entschieden. Insbesondere kann man da an der Stelle halt auch noch nicht wegprunen, weil man halt das Bigramm unter Umständen noch gar nicht drauf multipliziert hat. Dann in der Tiefe 2 sind es dann immerhin schon 331 Übergänge, davon sind dann 233 aktiv, und dann geht es immer tiefer, tiefer, tiefer. Und dann stellt man fest, so hinterher hat man sowas wie 29.000 parallele Phonemübergänge. Das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man vorher insgesamt so etwas wie 100.000 überhaupt insgesamt hätte. Aber wenn man dann auch noch die Strahlsuche anfängt, sind von diesen 29.000 möglichen überhaupt nur noch 200 aktiv. Und hier sieht man halt einen schönen Effekt. Wenn man jetzt mal anguckt, sowohl absolut als auch prozentual, wie viele von diesen Phonemübergängen werden denn während der Strahlsuche überhaupt noch verfolgt, so im Schnitt. Am Anfang, klar, ich kann noch, wenn ich jetzt nicht gerade ein ganz kurzes Wort habe, kann ich noch nicht eine Unigrammwahrscheinlichkeit, eine Bigrammwahrscheinlichkeit drauf multiplizieren. Das wird später passieren. Kann ich halt noch nicht gut prunen. Ist alles noch irgendwie aktiv. Kann ich bestenfalls aufgrund des akustischen Modells prunen, oder wenn ich halt im Englischen so ein Phonemwörter habe wie dann steigt die Anzahl der Aktiven, sowohl prozentual als auch absolut. Und hier fängt es dann an, wieder weniger zu werden, ab dieser Baumtiefe von 4.
Und da greift dann halt wieder das Pruning. Da greift sicherlich zum einen das Pruning vom akustischen Modell, weil je länger das Präfix wird, desto mehr kann ich ausdifferenzieren und desto weniger passt gut, passen die falschen Dinge. Aber auch hier irgendwann wird es dann passieren, je nachdem, wie lang die Wörter sind. Und so viele Wörter mit vielen langen Phonemen gibt es gar nicht. Also es gibt schon viele, aber die kommen nicht so häufig vor. Kann dann schon irgendwann das Delayed Bigram zuschlagen und das Pruning unterstützen, sodass am Ende die Anzahl der aktiven Phonemübergänge im Schnitt durchaus weiter sinkt. Jetzt bleibt immer noch die Frage, was passiert denn jetzt mit den Trigrammen und Viergrammen und so weiter? Bei Bigrammen können wir, was machen wir mit Trigrammen? Was man da machen kann, ist, dass man mit sogenannten Baumkopien arbeitet. Und die Idee dahinter ist, dass man das, was man vorher mit diesen Sammelzuständen gemacht hat, den Grammatikzuständen, die speichern, was ist denn meine Bigramm-Historie zum Beispiel bei einem Trigramm-Sprachmodell, dass man das mit Hilfe von Baumkopien macht. Ich fange also an. Mein erster Baum. Hier sind in Wirklichkeit mehrere Wurzeln, also mein erster Wald, aber mein erster Baum. Komme dann hier, sind irgendwo die Wortende, komme jetzt raus und muss mir ja jetzt merken, bei einem Trigramm eine Historie von mindestens zwei Wörtern. Dann kopiere ich hier diesen Baum mehrmals hin und für jeden Wortübergang von aus einem aktiven Wort, aus dem ich noch rausgehe, mache ich eine neue Kopie des Baumes. Wenn ich dann hier rausgehe und ich habe ein Trigramm, dann reicht das schon. Ich weiß hier, aus welchem Wort ich kam, ich weiß hier, aus welchem Wort ich kam. Wenn ich jetzt hier rausgehe und vorne wieder rein, dann kann ich hier die Informationen mitschleifen. Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, was war W1, W2 in meiner Historie. Was waren meine letzten beiden Wörter? Und dann wusel ich hier so lange rein, bis eindeutig ist und kann dann hier P von was auch immer das Wort war, W1, W2 drauf multiplizieren. Wenn ich jetzt halt mit 4 Gramm arbeite, dann muss ich halt nochmal eine Baumkopie haben. Und wenn ich dann hier rausgehe, habe ich hier dann die Information, was waren die letzten drei Wörter. Und jetzt kann man sich noch einen weiteren Effekt zu Nutzen machen. Die Sprachmodelle sind ja, wenn ich zum Beispiel ein Backoff-Sprachmodell verwende, manchmal der Form, dass ich ja gar nicht wirklich Bigramm-Kontext verwende. Also ich habe ja nicht alle Trigramme gesehen, deshalb gibt es durchaus auch dann Stellen, Wörter, für die ich zurückfallen muss auf Bigramm oder so. Das heißt, ich kann durchaus schon hier zum Beispiel Stellen identifizieren, wenn ich weiß, dass es, wenn ich jetzt hier rausgehe, durchaus, da ich ja hier mehrere Wurzeln habe, durchaus sein kann, dass ich ja nie eine volle Historie haben werde, wo dieses W1 drin steht, weil es kein Trigramm gibt, das diese Historie hat und das passiert gar nicht so selten. Diese Punkte kann ich identifizieren und brauche dann hier gar nicht mehr den Baum zu kopieren, sondern kann dann halt entsprechend hier zurückgehen und hier dann mit dem Backoff-Sprachmodell sozusagen arbeiten. Dann wird das Wort, das ich hier raus bin, in meiner Notation hier das W2, nur noch das letzte Wort, das ich habe und kann dann wieder nach vorne reinsausen. Und je nachdem, dadurch hier habe ich ja mehrere Wurzeln, kann ich also durchaus das so machen für bestimmte Wörter, die halt nur mit Phonemen anfangen und die halt, für die halt ich das Trigramm nie gesehen habe, kann ich den machen und für andere muss ich halt eine Kopie erstellen, aber die Kopie ist dann auch nicht vollständig, sondern hat dann nicht mehr die Wurzeln, die ich brauche, die ich schon über diesen Kurzschluss gemacht habe. Jetzt muss man noch ein Wort darüber verlieren, was passiert, wenn wir mit kontextabhängigen akustischen Modellen arbeiten.
wenn man Einzelworterkennung macht, passiert nichts Schlimmes. Das Ganze sieht halt etwas komplizierter aus. Es gibt halt absolut gesehen mehr unterschiedliche HMM-Zustände, mit denen ich arbeiten muss. Die, wenn ich jetzt aber mit kontinuierlicher Sprache arbeite, also Wörter hintereinander, ganze Wortsequenzen, und ich ja nicht weiß, wo die Wörter anfangen oder aufhören, dann wird es ein bisschen unschöner. Wir haben hier mal ein einfaches Suchvokabular gegeben. Das besteht im Prinzip aus zwei Worten und jedes Wort hat eine Aussprachevariante. What und had und dann jeweils zwei Aussprachevarianten. Und da will ich jetzt beliebige Wortfolgen aus what und had erkennen können. Wenn ich da jetzt mal, ohne das Sprachmodell zu betrachten, das Suchnetzwerk aufzeichne, dann habe ich aufgrund, und ich mache auch jetzt erstmal nicht den Trick mit den Bäumen, sondern ich schreibe die Worte parallel hin. Dann habe ich hier drei Anfangsphoneme und lasse dann halt entsprechend hier das Ganze auffächern. Und habe dann hier ein Netzwerk, hinten gehe ich wieder vorne in alle möglichen rein und habe so auf die Art und Weise einen HMM gefunden. Da kann ich jetzt den Viterbi-Pfad finden für beliebige lange Aufnahmen und bekomme dann hinterher eine Wortfolge aus Head und What raus. Jetzt nehmen wir mal nur an, dass wir nur das letzte Phonem kontextabhängig machen und stellen das dar. Dann habe ich jetzt das Problem, dass mir hier die Anzahl der möglichen Zustände, die ich brauche, explodiert. Ich habe hier einmal das T, das hat links ein O stehen. Und dann muss ich gucken, was kann rechts alles stehen. Rechts kann halt ein H und ein W stehen. Das heißt, hier habe ich jetzt, wenn ich das als Triphon mache, zwei aus dem einen T zwei Zustände gemacht, zwei Ts gemacht. Genauso hier das T, da steht links ein A und rechts kann wieder ein W und ein H stehen. Und hier bei dem D, da steht links ein A und dann kann rechts wieder ein W und ein H stehen, weil ich hier zwei verschiedene Eingangsphoneme habe. Das heißt, aus diesen Endphonemen wird schon mal das Ganze multipliziert mit der Anzahl der Phoneme, die rechts im Kontext stehen können. Und das ist jetzt erstmal noch so ein paralleles Netzwerk, wo die Wörter parallel stehen. Jetzt mache ich daraus einen Baum. Und wenn ich daraus einen Baum mache, dann muss ich halt gucken, dieses K hier, da kann rechts ein K, ein A oder ein R stehen. Cake oder can't. Dieses K will ich jetzt kontextabhängig modellieren und gucke mir jetzt nur mal wieder den rechten Kontext an, dann muss ich das schon wieder duplizieren. Dann muss ich mir die Rs angucken. Bei R kann drei verschiedene rechte Kontexte haben, dann muss ich diese aus diesem einen R schon drei Rs machen. Und hier aus dem N habe ich noch die Duplizierung, dass ich weiß, das ist ein Ende von Wort. Und hier bei dem T auch entsprechend. Aber allein hier sieht man schon, dadurch, dass ich jetzt kontextabhängige Modelle habe, werden da plötzlich viel, viel mehr Knoten in den Baum eingetragen. Und hier habe ich noch gar nicht betrachtet, dass ich ja eigentlich so ein K hier vorne nicht nur in Abhängigkeit modellieren muss vom rechten Kontext, sondern ich müsste ja auch modellieren, wo komme ich her. Das heißt, ich müsste hier auch noch alle Ks hinschreiben in Abhängigkeit davon, was ich denn für Endphoneme in meinem Baum haben kann, aus welchen Endphonemen ich denn reinkommen könnte und müsste dementsprechend die Ks nochmal duplizieren, dass ich für jeden wirklichen Triphon-Kontext da das entsprechende Modell stehen habe. Das ist für Triphone. Wenn ich das jetzt für Quinphone mache, dann wird das gleich nochmal viel, viel, viel mehr. Und wenn ich das jetzt für Quinphone mache und den Quinphon-Kontext auch noch an der Wortgrenze betrachte, dann explodiert mir das gleich noch viel mehr, weil ich dann nicht nur gucken muss, aus welchen Endphonemen komme ich, sondern auch, was ist das davorgehende Phonem? Welche Kombinationen habe ich da alle? Und das bläht sehr schnell den Suchraum auf und macht das Ganze schwierig zu implementieren und auch rechenintensiv. Deswegen bedient man sich häufig Einschränkungen, wenn es darum geht, die Kontextabhängigkeit der Phoneme an Wortgrenzen zu modellieren. Zum Beispiel beschränkt man sich in manchen Dekodern darauf, dass man halt nur Triphon-Kontext modelliert, dass man also maximal ein Phonem in das nächste Wort reinschaut und ein Phonem reinschaut aus dem Wort, aus dem ich jetzt gerade komme.
Ganz besonders fies sind dann Wörter, die nur aus einem Phonem bestehen. Da muss man dann aufpassen, die explodieren einem dann komplett, weil man da sämtliche Kombinationen haben muss mit, woher komme ich und wohin gehe ich. Da habe ich dann nicht nur, hier gehe ich nur in so eine Verzweigung rein. Da ist die Anzahl der möglichen Nachfolgerworte ist da begrenzt, wenn ich mehrere längere Wörter habe. Wenn ich nur ein Phonemwort habe, dann komme ich rein von allen möglichen Phonemen und ich gehe gleich wieder raus zu allen möglichen Phonemen. Das heißt, so ein Phonemwort muss durch ganz, ganz viele Zustände repräsentiert werden. Genau, und deswegen muss man sich da halt, schränkt man sich da häufig ein. Wenn man innerhalb des Baumes, kann man dann durchaus Quinton-Kontext machen. Das ist meistens nicht so schlimm, weil je tiefer ich in den Baum reingehe, desto eindeutiger wird es, welche Polyphone ich haben kann. Aber halt gerade vorne am Baum, wenn ich den Wortübergang mache, wird es halt kompliziert, sodass man da halt dann sagt, okay, mache ich nicht mehr alles, was möglich ist. Dann ist es so, bisher bei der Spracherkennung und in der Fundamentalformel sagen wir immer, ja, wir suchen die wahrscheinlichste Wortfolge, beziehungsweise bei der Viterbi-Suche, wir suchen die wahrscheinlichste Zustandsfolge. Wenn man jetzt so Anwendungen anschaut und auch weiterführende Techniken in der Spracherkennung hinterher, dann ist es manchmal auch zusätzlich nützlich, nicht nur zu wissen, was ist die wahrscheinlichste Wortfolge oder was ist die wahrscheinlichste Zustandsfolge, sondern es kann durchaus manchmal auch nützlich sein, zu fragen, und was war die zweitwahrscheinlichste Wortfolge, was war die drittwahrscheinlichste, viertwahrscheinlichste bis endwahrscheinlichste. N, eine relativ große Zahl, 100, 1000, je nachdem, wie man das machen möchte. Einfaches Beispiel für eine mögliche Antwort ist, wenn man Fehlerkorrektur machen will. Also angenommen, man hätte, das ist ein Beispiel von einer sehr, sehr, sehr alten Applikation, wo das mal im Rahmen einer Dissertation untersucht wurde, wie kann ich Fehler reparieren. Man hätte irgendwie eine Applikation, mit der man Texte diktieren kann. Jetzt diktiert man irgendeinen Text und dieser Text macht Fehler. Jetzt will man als Menschen diese Fehler korrigieren und da ist jetzt die Frage, wie macht man das? Gut, die erste Möglichkeit wäre, man sagt halt, okay, der Mensch kann auf ein Wort zeigen, das falsch erkannt wurde und dann soll er es halt nochmal sprechen. Nur wenn er schon beim ersten Mal falsch erkannt wurde, warum soll es dann beim zweiten Mal funktionieren? Deswegen, das nochmal sprechen funktioniert meistens nicht gut, weil irgendwas scheint da ja fehlzulaufen. Systematisch, warum das falsch erkannt wurde. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie Rauschen auf der Leitung war oder der Mensch genuschelt hat, ist die Hoffnung, dass es beim zweiten Mal sprechen dann richtig erkannt wird, eh schon gering. Und dann kommt noch ein zusätzliches Phänomen dazu, dass wenn jetzt ein Mensch ein Wort korrigieren möchte, das irgendwie falsch erkannt wurde, dass man das dann besonders deutlich ausspricht oder nochmal besonders betont ausspricht. Das ist dann für ein menschliches Gegenüber sehr hilfreich, aber für ein Spracherkennungssystem häufig nicht sehr hilfreich, weil das ist trainiert auf diktierten Text. Und wenn ich dann jetzt besonders betont einen Fehler korrigieren will, dann klingt das nochmal dreimal anders, als wie ich es im Training gelernt habe. Das heißt also, neu sprechen, nochmal sprechen, ist nicht notwendigerweise eine gute Fehlerreparaturstrategie. Und was man dann macht, ist häufig, dass man gerne sogenannte multimodale Fehlerreparatur macht. Dass man also dann einen zweiten Kanal hinzunimmt. Einfachste Möglichkeit wäre, okay, Maus nehmen, reinklicken, Wort löschen, richtiges Wort hintippen. Komplett anderer orthogonaler Kanal. Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch es dann richtig tippt, relativ hoch. Und ist völlig unabhängig von dem Fehlergrund, warum das beim ersten Mal der Spracherkenner falsch erkannt hat. Ist natürlich zeitaufwendig. Stattdessen ist die Idee, dass man vielleicht so eine Strategie anbieten könnte, dass man irgendwie mitführt für jedes Wort, das man erkannt hat, was wären denn andere alternative Wörter gewesen, die ich auch hätte erkennen können, die also an der Stelle auch wahrscheinlich gewesen wären. Ich habe das Wahrscheinlichste ausgegeben, aber ich muss ja nicht unbedingt immer recht haben. Vielleicht war es das Zweite oder das Drittwahrscheinlichste. Und wenn man das macht, das Experiment, wird man feststellen, häufig ist das tatsächlich der Fall, dass wenn man sich dann so Alternativen für Wörter anschauen lässt und sagt, was wäre denn alternativ erkannt worden, dass dann das richtige Wort sehr, sehr häufig mit dabei ist.
Und da ist es halt hilfreich, wenn man halt nicht nur die beste Wortfolge hat, sondern alternative Wortfolgen, sodass man für jede Wortposition mögliche alternative Wörter hat, die da auch hätten erkannt werden können. Und dann kann der Benutzer einfach draufklicken, kriegt die Alternativen. Und wenn er Glück hat, ist in dieser Liste der Alternativen das Richtige. Brauchen wir nur draufklicken. Geht deutlich schneller, als wenn er es irgendwie löschen müsste und dann korrekt hintippen müsste. Wie kann man jetzt so eine N-Bestensuche realisieren? Das hängt jetzt davon ab, welche Art von Decoder man hat. Wenn man das mit A-Sternchen machen will, geht das relativ einfach. Das A-Sternchen mit Stack-Decoder hat ja immer die wahrscheinlichste Wortfolge dann oben auf dem Stack und dann nimmt man immer vom Stack runter, expandieren, wieder in den Stack rein, sortieren. So lange, bis das, was man oben vom Stack runter nimmt, ein vollständiger Pfad ist, der in einem N-Zustand endet. Und das ist dann die wahrscheinlichste Wortfolge. Wenn ich jetzt nicht die wahrscheinlichste, sondern die 100 wahrscheinlichsten haben will, muss ich das einfach weiterlaufen lassen. Also sobald ich die wahrscheinlichste runtergenommen habe vom Stack, dann sehe ich, die endet in einem N-Zustand, das ist meine wahrscheinlichste Wortfolge, wunderbar, lege ich ab, kommt vom Stack komplett runter. Und ich arbeite mit dem restlichen Stack weiter. Ich fange jetzt wieder an, habe auf dem Stack Sachen liegen, die halt noch nicht in Endzustand expandiert wurden und am wahrscheinlichsten waren und hole mir das nächste Wort vom, das nächste Item oben vom Stack runter. Das kann durchaus auch schon ein vollständiger Pfad sein. Der war halt dann nämlich so wahrscheinlich wie der andere vollständige Pfad. Der wurde dann irgendwann mal ganz unten, weiter unten reinsortiert als in das Ende. Also kann entweder ein fertiger sein, wunderbar, dann nehme ich auch runter und gucke mir den Rest an vom Stack. Oder es kann halt etwas sein, das noch nicht zu Ende expandiert war in den Endzustand. Na gut, dann expandiere ich das wieder um einen Schritt, berechne wieder die Heuristik und den ganzen Scores aus, sortiere es wieder in den Stack ein und lasse so lange laufen, bis ich insgesamt so viele N fertige Hypothesen vom Stack oben, vom Anfang des Stacks runtergenommen habe, wie ich haben möchte. Das heißt, das funktioniert wunderbar weiter. Bei der Viterbi-Suche ist es nicht ganz so einfach. So ein Pfad hat durchaus unterschiedliche Worthistorien. Und da muss man jetzt bei der Viterbi-Suche nicht nur den besten Vorgänger unbedingt immer vorrätig halten, sondern man muss dann pro Expansion, die man macht, mehrere Rückzeiger haben, nicht nur aus dem Besten, der jetzt das Maximum gemacht hat, sondern aus den drei vorhergehenden. Und dann kann man Pfade mit gleicher Historie zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man dann noch zusammenschmelzen und die Scores aufsummieren. Und für jeden Zustand, den ich habe, speichere ich dann halt die n-besten möglichen Zustandspfade. Und wenn ich dann zurücklaufe, muss ich halt dann vom Ende immer zurückverfolgen und dann gucken, was waren die n-wahrscheinlichsten Zustandsfolgen. Das heißt, hier muss ich jetzt deutlich mehr, um n, die n-wahrscheinlichsten Wortfolgen zu bekommen, muss ich jetzt deutlich mehr Bookkeeping machen, deutlich mehr Zwischenergebnisse speichern, muss im Prinzip im schlimmsten Fall in jedem Zwischenschritt, wo ich eigentlich nur einen Vorgänger abspeichern müsste, muss ich jetzt N-Vorgänge abspeichern. Und je nachdem, wenn ich K Wörter habe hinterher, so im Durchschnitt im Satz, brauche ich dann K mal N statt K Vorgänge, die ich abspeichern muss. N-Bestenlisten sind schon mal eine gute Art und Weise zu repräsentieren, was sind mögliche alternative Wortfolgen. Aber sie haben auch ein bisschen Probleme, wenn man sie sich in der Praxis anzeigt. Nämlich, wenn man sich das in der Praxis anschaut, dann variieren diese 100 besten Wortfolgen, die ich mir darunter hole, häufig leider in sehr uninteressanten Wörtern. Häufig in so nicht in kurzen Wörtern und diese kurzen Wörter sind häufig halt nicht inhaltstragende Wörter. Wenn ich mir jetzt sowas anschaue, für der Hund wedelt mit dem Schwanz, sei jetzt das, was gesprochen wurde und erkannt wurden dann solche, wurde falsch erkannt und dann wurde sowas erkannt wie der Mund hin, wedelt mit herrscht ans und so weiter und so fort. Und wenn man dann schaut, Mund ist ja das, was offensichtlich grob falsch ist. Das ist das, was man gerne als erstes korrigieren würde. Wenn man da in die N-Bestenliste reinschaut und sich die ersten 5 N-Bestenlisten rausgeht, dann ist überall das Mund falsch drin. Ich habe zwar unterschiedliche Variationen vorne für den Artikel, da ist manchmal der und manchmal er. Ich habe hinten das mit immer drin und dann hat er hinten Schwanz auch noch falsch erkannt und
gibt mir trotzdem fünfmal Mist aus und es ist nicht das Richtige dran. Und ich habe also viele unwichtige Variationen drin, während die falschen inhaltstragenden Wörter sich kaum ändern. Wenn ich jetzt also das N zu klein wähle, dann habe ich wenig Nutzen. Korrekte Hypothese ist nicht dabei. Wenn ich jetzt das N sehr groß wähle, dann wird es sehr langsam. Insbesondere dauert das Suchen nach den N-besten Sätzen sehr, sehr, sehr lange. Insbesondere wenn ich das jetzt mit so einem Viterbi-Decoder machen will, brauche ich auch noch relativ viel Speicher. Deswegen gibt es eine alternative Form, um alternative Wortfolgen, die es auch hätten sein können, zu repräsentieren. Und das funktioniert mit Hilfe eines sogenannten Wortgraphen oder auf Englisch Lattice. Das ist im Prinzip erstmal nur eine alternative Repräsentation von N-Besten-Listen, in der die Worte aus diesen N-Besten-Listen angeordnet sind in einem Graph. Sodass ich dann jetzt diese fünf Besten-Liste von der vorherigen Folie und auch noch ein bisschen mehr zum Beispiel als so einen Wortgraph repräsentieren kann, wo ich dann halt hier die alternativen Wörter habe und kann halt entsprechend diese Übergänge machen zwischen den alternativen Wörtern. Eine Sache, wo man ein bisschen darauf achten muss und worauf man ein bisschen vorsichtig sein muss, damit man solche Übergänge machen kann, müssen natürlich die Zeitmarken stimmen. Das heißt also hier, alle Wörter müssen sozusagen, wenn ich von der nach Mund kann und von der nach Hund kann, dann müssen die alle zur gleichen Zeit anfangen. Und wenn ich jetzt auch noch hier von er nach Mund kann und ich kann von er nach und ich kann von der nach Mund, dann müssen der und er zur gleichen Zeit aufhören und Mund und müssen zur gleichen Zeit noch anfangen, Hund und Mund muss zur gleichen Zeit anfangen. Das heißt, alle diese drei Wörter müssen auch noch zur gleichen Zeit anfangen. Und wenn die halt zu unterschiedlichen Zeiten anfangen, verschiebt sich das, kriege ich da halt Duplikate von denselben Wörtern, die sich daran unterscheiden, was die genauen Anfangs- und Endzeiten der Wörter sind. Aber das Schöne ist, so einen Wortgraphen kann man auch verwenden, um ihn mit so einer A-Sternchen-Suche schön zu durchsuchen. Und da brauche ich nicht mal unbedingt eine Heuristik. So ein Wortgraph ist in der Regel dann so klein, dass ich da schon gar keine Heuristik mehr brauche, sondern das Ganze wirklich erschöpfend mit einem Stack-Decoder einfach komplett absuchen kann, zum Beispiel mit deutlich stärkeren Modellen. Also, zusammengefasst, wenn wir uns anschauen, so die Beschleunigungstechniken, die wir bisher gesehen haben, habe ich einerseits die Möglichkeit, dass ich versuchen kann, die Anzahl der Zustände im Suchraum zu reduzieren. Und zwar die Anzahl der Zustände, die ich während der Suche besuche, die ich wirklich aktiv machen muss. Das ist durch solche Pruning-Techniken. Das ist die Möglichkeit mit solchen Mehrpass-Suchen. Ich kann versuchen, mit diesen Lookaheads, mit diesem Fast-Match, Vorhersagen zu treffen für aussichtsreiche Regionen, die ich durchsuchen soll, und für wenig aussichtsreiche Regionen. Ich kann durch das Pruning auch abbrechen innerhalb eines Wortes, wenn das Ganze zu unwahrscheinlich wird. Und ich kann zum Beispiel auch mit einem Sprachmodell halt entsprechend das Pruning sehr stark beeinflussen und aufgrund des Sprachmodells schon Übergänge zwischen Wörtern vermeiden, von denen das Sprachmodell meint, dass sie sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Und dann kann ich versuchen, den Rechenaufwand pro Zustand zu reduzieren. Und das sind Sachen, die wir gesehen haben, als es darum ging, die Auswertung des akustischen Modells zu beschleunigen. Wenn ich einen hohen Grad an Parameterkopplung habe, dann bekomme ich automatisch einen kompakteren Baum bei kontextabhängigen akustischen Modellen und ich muss weniger Emissionswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Und wir hatten diese hierarchisch geordneten Codebücher, mit denen ich auch mit sowas wie Bucketbox Intersection oder Voronoi-Regionen arbeitend. Die Anzahl der Codebücher, die ich wirklich auswerten muss, kann ich damit reduzieren. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Mehrpasssuchen versus Einpasssuchen. Und das ist jetzt parallel auch gleichzeitig ein
kurzer Abstecher in das, wie das Spracherkennungstoolkit, das wir bei uns verwenden, das früher gemacht hat und wie es das heute gemacht hat. So bis circa 2000 hatte das Janus Spracherkennungstoolkit so eine Art Mehrpasssuche, die so funktioniert hat, dass es so eine Vorwärtssuche gab und eine Rückwärtssuche. Und da wurde halt jeweils mit schwachen Modellen, zum Beispiel mit einem Bigramm-Sprachmodell, Suchraum aktiv gemacht und der restliche Suchraum verworfen. Dann wurde mit einer flachen Viterbi-Suche, also keiner Baumsuche, dieser aktivierte Suchraum nochmal abgesucht. Da konnte man dann statt eines Bigramm-Sprachmodells und mit Delayed Bigrams konnte dann man halt mit einem Trigramm-Sprachmodell suchen. Dafür war der Suchraum halt nicht mehr in Baumform organisiert. Damit wurden dann Wortgraphen generiert und dann wurden diese Wortgraphen nochmal mit stärkeren Modellen abgesucht mit Hilfe einer A-Sternchen-Suche. Und das Ganze hat man dann 2000-2001 ersetzt durch ein neues Konzept des Decoders, der komplett mit Phonembäumen arbeitet, der aber nicht dieses Baumkopieren gemacht hat, weil das Baumkopieren sieht man halt, hat relativ schnell den Nachteil, dass ich eventuell sehr viel Speicher brauche. Und wenn ich jetzt ein 4-Gramm-Sprachmodell, ein 5-Gramm-Sprachmodell brauche, dann brauche ich immer mehr Speicher und Speicher, weil ich immer mehr Baumkopien erstmal vorrätig halten will. Und Speicher ist halt damals knapp gewesen und auch heute noch, wenn halt mehr Speicher gibt, gibt es halt mehr Worte im Vokabular und größere akustische Modelle und so, kann man den immer wieder so weit hochzüchten, den Spracherkenner, dass auch Speicher wieder knapp wird. Insbesondere durch das Sprachmodell kann man das gut machen. Und da war die Idee, dass man halt nicht solche Baumkopien macht, sondern man macht etwas, das nennt man, findet man in der Literatur auch manchmal unter Token Parsing. Man schleppt so Buchhaltungsinformationen mit jedem Zustand im Suchraum, den man besucht. Nimmt man so einen Stapel, einen Array, ein Verzeichnis mit von Repräsentationen von Worthistorien, die es gewesen sein könnten, die überhaupt noch aktiv waren. Dafür braucht man irgendwie eine Repräsentation der Worthistorien. Aber das kann man relativ leicht machen. Sowas kann man schön in einer einfachen, abstrakten Zahl repräsentieren. Zum Beispiel bei so N-Gramm-Sprachmodellen kann ich einfach Indizes der Wörter aufsummieren und muss halt entsprechend die Wörter je nach ihrer Position skalieren. Und wenn ich die dann halt schiebe und aufaddiere, kann ich so eine Worthistorie in einer Zahl repräsentieren und ich speichere einfach diese Worthistorien, die ich bisher hatte, die überhaupt während der Strahlsuche aktiv waren, die schleife ich einfach mit und jeden Zustand, den ich besuche, besuche ich eigentlich mehrmals, nämlich so viel, wie ich zurzeit in meiner Worthistorie an diesen, man nennt das linguistisch gemorphten Instanzen, mitführe. Und dann wird immer wieder gepruned und basierend auf dem Sprachmodell und dem akustischen Modell werden diese Worthistorien dann teilweise halt weggepruned oder fallen sogar komplett weg, wenn aufgrund des akustischen Modells ein Pfad komplett abstirbt. Oder wenn ich halt einen Wortübergang mache, eliminiere ich unter Umständen bestimmte Worthistorien, die jetzt halt als sehr unwahrscheinlich angesehen wurden. Und dann bedient man sich noch eines Trickes, eines sogenannten Language Model Lookaheads. Wenn ich wieder zurück bin in so einem Baum und mir da anschaue, wie ich da Sprachmodellwahrscheinlichkeiten drauf multipliziere. Das Delayed Bigram macht es erst hier hinten, wenn das Wort eindeutig ist. Ich kann aber auch anfangen, mir die Sprachmodellwahrscheinlichkeit aufzuteilen. Also angenommen, ich komme hier in das K rein. Dann können das eins von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörtern sein. Parallel gibt es noch viel mehr andere Bäume, das könnten es auch die Wörter sein. Das heißt, ich weiß im Prinzip schon, es muss eines von diesen 6 Wörtern sein. Ich weiß, aus welchem Wort ich komme. Und was ich jetzt zum Beispiel machen könnte, ich könnte jetzt erstmal den besten Fall betrachten. Das heißt, unter allen 6 Wörtern, die es sein könnte, nehme ich mir die Sprachmodellwahrscheinlichkeit mit der höchsten Wahrscheinlichkeit her.
Und die multipliziere ich drauf, wenn ich hier in das K reingehe. Gehe ich vom besten Fall auf. Und dann differenziert sich das Ganze. Wenn ich dann hier reingehe, dann wird das Wort eindeutig. Dann kann ich hier sozusagen noch die Differenz drauf multiplizieren zwischen hier der optimalen Abschätzung und dem, was für dieses Wort gilt. Oder wenn ich hier reingehe, dann habe ich nicht mehr das Optimum über alle 6 Worte, sondern dann kann ich sozusagen die Differenz drauf multiplizieren zu dem Optimum der verbleibenden 5 Wörter, sodass ich schon relativ früh eine noch optimistische Schätzung der Sprachmodellwahrscheinlichkeit drauf multiplizieren kann. Die ist zwar optimistisch, weil ich nicht aus Versehen puhen will, obwohl es noch ein gutes Wort werden könnte, aber wenn selbst die optimistische Schätzung schon sagt, dass es eine schlechte Sprachmodellwahrscheinlichkeit ist, kann ich da vielleicht früher auch puhen. Und sowas macht man da halt mit Hilfe eines sogenannten Language Model Lookaheads. Manchmal nennt man das auch ein faktorisiertes Sprachmodell. Dann, wenn man halt durchsucht, durch so einen Baum, nennt man eine Pfadrekombination. Sobald ein Wort eindeutig ist und nicht erst, wenn ich am Ende des Wortes bin, wird Sprachmodellwahrscheinlichkeit drauf multipliziert. Plus, wenn ich zwischendurch merke, dass, angenommen, ich habe noch ein Trigramm-Sprachmodell, dass Historien wieder gleich werden, dadurch, dass irgendwelche Worte hinten rausfallen, kann ich auch da dann wieder Pfade entsprechend miteinander kombinieren. Und wie gesagt, man hat halt so eine abstrakte Speicherung dieser Worthistorie als Zahl. Das hat den Vorteil, dass es in der Implementierung hinterher völlig egal ist, ob ich mit einem Trigramm, 4 Gramm, 5 Gramm, 6 Gramm Sprachmodell arbeite. Ich muss halt immer nur eine Funktion angeben, die mir die unterschiedlich lange Worthistorie einfach in der Zahl kodiert. Es ist auch egal, ob ich mit einer kontextfreien Grammatik arbeite. Auch in der kontextfreien Grammatik kann ich das, was ich bisher durchlaufen bin, halt irgendwie muss ich das geschickt in einer Zahl kodieren. Ich habe also die gesamte Worthistorie in so einer abstrakten Zahl kodiert und solange ich immer eine Funktion angeben kann, irgendeine Hash-Funktion, irgendwas Geschicktes, die mir aus der Worthistorie eine Zahl macht, kann ich das in den Decoder reinwerfen und dem ist es auch noch völlig egal, welche Art von Sprachmodell ich verwende. Das Einzige, was man halt auch hier macht, ist, dass man bei Wortübergängen die Reichweite des Kontextes, wo ich reinschaue, beschränke. Dass man sich da auch auf Trigramme beschränkt. Und das Ganze macht durchaus Sinn. Das Ganze funktioniert relativ gut. Dazu wurde mal ein Vergleich gemacht zwischen diesem alten 3-Pass-Decoder, den man hatte, und diesem neuen Single-Pass-Decoder. Man hat das Ganze auf 3 Erkenneraufgaben gemacht. Das hier steht für Verbmobil Phase 2. Das waren auf Deutsch geführte Unterhaltungen, in denen Termine vereinbart wurden. Das BN steht für Broadcast News. Das sind Fernsehsendungen, Radiosendungen, die man da erkennen wollte. Und Meeting steht halt für auf Englisch gesprochene und aufgenommene Besprechungen, wo so 3, 4, 5 Leute am Tisch sitzen und miteinander sich über irgendein vorgegebenes Thema unterhalten. Und man hat 2 Sachen gemessen. Man hat einmal den Echtzeitfaktor gemessen, also wie schnell läuft die Suche, und dann dem gegenübergestellt die Wortfehlerrate. Das ist insofern wichtig. Ich kann meine Suchgeschwindigkeit immer dadurch erhöhen, dass ich einfach den Beam klein drehe. Nur meistens leidet die Wortfehlerrate drunter. Und wenn ich jetzt etwas optimieren will am Decoder, dann will ich sozusagen entweder bei gleicher Wortfehlerrate den Echtzeitfaktor senken, also soll die gleiche Wortfehlerrate soll mit höherer Geschwindigkeit erreicht werden. Oder wenn ich den Echtzeitfaktor gleich halte, dann sollte nach Möglichkeit die Wortfehlerrate senken. Und dann bei diesen 3 Erkenneraufgaben sieht man halt bei Verbmobil, wenn man halt den Decoder richtig einstellt, bleibt die Wortfehlerrate gleich, der Echtzeitfaktor sinkt. Bei Broadcast News war das Ganze noch viel krasser und eindeutiger. Da sieht man, dass die Wortfehlerrate signifikant sinkt und der Erkenner auch noch viel, viel schneller wird. Und bei diesem Meeting-Korpus sieht man, dass man bei ungefähr gleicher Wortfehlerrate auch immer noch eine deutliche Steigerung in der Geschwindigkeit sieht. Genau. Und von diesem Single-Pass-Decoder gibt es inzwischen schon wieder eine neuere Version,
wo man nochmal durch geschicktes Programmieren und Modellieren der Übergänge zwischen den Wörtern mit Hilfe der Polyphone auch jetzt beliebigen Polyphon-Kontext an Wortübergängen machen kann. Das ist jetzt ein Decoder. Der Kollege, der damals den geschrieben hat, arbeitete halt zwischendurch bei IBM und hat den halt bei IBM dann die nächste Version geschrieben und hat halt jetzt IBM dann nochmal schöneren Single-Pass-Decoder, der noch flexibler ist, was die Kontextabhängigkeit angeht. Gut. Kommen wir als letztes für heute Thema noch zu einem anderen Phänomen, das ich letztes Mal schon angesprochen hatte. Wir hatten letztes Mal uns diese Kurve angeschaut, wo abgetragen war Beam bei der Beam-Search versus Wortfehlerrate. Und dann hatte man diese eine Abbruchkante gesehen, dass wenn man den Beam an irgendeiner Stelle nochmal ein bisschen kleiner macht, dass plötzlich die Wortfehlerrate abstürzt. Und man hatte aber auch gesehen, dass es an einer Stelle dieses Phänomen gab, ich mache den Beam weiter auf, aber die Wortfehlerrate sinkt ein wenig. Und da war da jetzt die Frage, warum ist das so? Sollte ja eigentlich nicht passieren. Und da gab es zwei Antworten drauf. Die eine Antwort war, naja, wir haben Modellierungsfehler, die Modelle, die wir verwenden, sind nicht die optimalen Modelle. Und die andere Antwort war, in der Fundamentalformel zu finden und in dem Kriterium, nachdem wir die Wortfolge suchen. Und wir suchen die Wortfolge ja so, dass wir die wahrscheinlichste Wortfolge suchen, gemäß der Posteriori-Wahrscheinlichkeit, Wortfolge gegeben, Aufnahme. Das nennt sich der sogenannte Maximum a posteriori-Ansatz. Und das ist letztendlich nichts anderes als, ja, wie gesagt, dieser Naive-Bayes-Classifier inklusive a priori-Wahrscheinlichkeit, den Sie aus kognitive Systeme kennen. Und wenn man da in die Theorie reinschaut, dann minimiert dieser Ansatz die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Fehler im Satz zu machen, und zwar mindestens einen Fehler. Und das ist egal, ob das ein Fehler oder fünf Fehler ist. Wir messen aber die Güte des Spracherkenners mit der Wortfehlerrate, also wie viele Fehler grob gesprochen kommen denn in dem Satz vor. Und sollte klar sein, dass die Minimierung des Satzfehlers mit der Wortfehlerrate wahrscheinlich korreliert ist, aber sie muss es nicht sein. Ich kann durchaus problemlos Fälle konstruieren, wo ich die Satzfehlerrate senke, aber die Wortfehlerrate steigt. Dadurch, dass ich mich jetzt halt an der einen Stelle häufiger für den richtigen Satz entscheide, aber an anderer Stelle dann für Sätze entscheide, die sehr viele Wortfehler enthalten. Die Frage ist natürlich, passiert das denn auch in der Wirklichkeit? Und das hier ist ein Auszug aus der Dissertation von Lydia Mangu, die auch jetzt schon lange bei IBM arbeitet. Die hat genau dieses Phänomen untersucht und hat das Ganze mal hier am Beispiel einer Hypothese, die es so im Erkenner gefunden hat, aufgetragen. Das ist so eine Endbestenliste von allen möglichen Hypothesen, die es so gewesen sein könnten. Und da, was gesagt wurde, war I'm doing fine. Jetzt sieht man, nirgendwo wurde I'm doing fine erkannt. Es wurde immer irgendwo ein Fehler gemacht. Die erste Hypothese war I do inside, I do fine, by doing fine und so weiter und so fort. Und dann sind hier Wahrscheinlichkeiten abgetragen. In der ersten Spalte ist die a posteriori-Wahrscheinlichkeit der gesamten Wortfolge, der Hypothese abgetragen. Das ist unser P von W gegeben A. Und jetzt schaut man da halt mal durch die Liste durch und stellt fest, die höchste a posteriori-Wahrscheinlichkeit ist halt da oben bei dem ersten Satz gegeben, bei I do inside. Und die Sätze da sind auch alle der Reihe nach, diese alternativen Hypothesen der Reihe nach gemäß ihrer posteriori-Wahrscheinlichkeit sortiert. Und dann hat sie mal ausgerechnet, was ist denn die Posteriori-Wahrscheinlichkeit der Wörter an den einzelnen Wortpositionen? Also die nächste Spalte ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Wort das Wort W1 ist, wie es da steht, gegeben meine Aufnahme, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Wort das Wort ist, wie es da in der Spalte W2 drin steht, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dritte Wort das W3 ist, so wie es da steht in der Tabelle. Das sind diese Posteriori-Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Wortpositionen. Das kann man ausrechnen. Wie, da kommen wir noch gleich zu. Jetzt, die ist schlau, die konnte das. Und dann kann man sich jetzt überlegen,
wenn ich jetzt die Wortfehlerrate minimieren will, dann darf ich mich halt nicht für den Satz, für die Hypothese entscheiden, die global die höchste Posteriori-Wahrscheinlichkeit hat, sondern ich muss die Posteriori-Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Wortpositionen aufsummieren und mich für die Hypothese entscheiden, aufsummieren. Ich muss mich für die Hypothese entscheiden, bei der die Summe der einzelnen a posteriori Wahrscheinlichkeiten halt am höchsten ist. Und dann maximiere ich den Erwartungswert dafür, möglichst viele korrekte Wörter zu haben. Und das kann man jetzt mal machen. Wenn man also diese einzelnen wortbasierten posteriori Wahrscheinlichkeiten aufsummiert, kommt man hinten bei der letzten Spalte raus. Und dann sieht man, die Hypothese mit der höchsten Satzebenen a posteriori Wahrscheinlichkeit, die hat dann da eine Wahrscheinlichkeit von 0,79. Und das ist so ziemlich der zweitschlechteste Wert unter allen a posteriori Wahrscheinlichkeiten. Nur noch hier unten, I don't buy, hat noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,36. Das ist das Einzige, was noch falscher ist. Und dann, aufsummiert, kommt man hinten, gibt es eine, die hat eine das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern das ist der Erwartungswert dafür, wie viele, also wenn ich die posteriori Wahrscheinlichkeiten aufsummiere, gibt mir das an, den Erwartungswert, was erwarte ich, wie viele korrekte Wörter sind in der Hypothese. Es ist nicht die Wahrscheinlichkeit, die a posteriori, sondern es ist der Erwartungswert dafür, wie viele korrekte Wörter erwarte ich. Und da, wie gesagt, erwarte ich, dass ich so 0,8 korrekte Worte habe. Und dann bei dieser dritten, bei Doing Fine, da erwarte ich, dass ich 1,2 korrekte Worte habe. Und wenn man jetzt da halt mal die Wortfehlerrate ausrechnet, dann sieht man halt, dass für diese beste Maximum a posteriori Hypothese ich 3 Fehler mache. Also eine Wortfehlerrate von 100%, während die ich nach dem Erwartungswert der Anzahl an korrekten Wörtern ausgewählten Hypothese, eine Wortfehlerrate von nur noch einem Drittel habe. Das heißt, wenn ich wirklich meine Wortfehlerrate minimieren will, muss das eigentlich das Kriterium sein, nachdem ich meine Suche durchführe. Ja, das ist doch super. Müssen wir ja nur das Suchkriterium ändern und dann können wir einen viel besseren Decoder bauen, der viel bessere Wortfolgen findet in Bezug auf die Wortfehlerrate. Das Ganze hat natürlich einen Haken. Und der Haken besteht darin, wie in aller Welt rechne ich denn diesen Wert aus? Die Posteriori-Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die erste Wortposition dieses Wort ist. Das erste Problem, wo ich reinlaufe, ist, ich mache kontinuierliche Sprache, die nicht segmentiert in Wörter ist. Wie viele Wortpositionen gibt es denn bitte schön überhaupt in dem Satz? Gut, hier wissen wir halt, es sind 3. Das Beispiel ist genauso ausgewählt, dass es halt auch alle alternativen Hypothesen genau 3 Wörter haben. Aber kann ja durchaus sein, wenn man sich ja vorhin die anderen Alternativen angeguckt hat, da gibt es erstmal Hypothesen unterschiedlicher Länge. Es ist also gar nicht eindeutig festgelegt, wie viele Wörter sind überhaupt in dem Satz. Das macht es schon mal zu einer Herausforderung, sowas zu berechnen. Und dann ist natürlich die Frage, mit welchem Modell, wie rechne ich denn mit dem, was ich bisher gelernt habe, diese Zahl aus? Das P von H gegeben A, klar, das kann ich ausrechnen, das habe ich mit der Base-Formel zerlegt. Und dann habe ich da akustische Modellwahrscheinlichkeit und Sprachmodellwahrscheinlichkeit und kann die halt in der Suche entsprechend ausrechnen. Aber das da, wie in aller Welt mache ich das denn? Okay, also ich will den minimalen Wortfehler, die Hypothese mit dem minimalen Wortfehler bekommen. Wenn man sich das anschaut, kommt man bei so einer Formel raus. Ich will also den Erwartungswert des Wortfehlers zwischen Hypothese W und einer Referenz minimieren. Das ist blöd, weil die Referenz, die kenne ich ja gar nicht. Wie will ich das denn bitte schön machen? Bescheuert. Wenn man das jetzt mal aufschreibt, kommt man dahin, da ich die Referenz nicht kenne, muss ich da mit Wahrscheinlichkeiten für die Referenzen arbeiten. Das heißt, ich muss über alle möglichen Referenzen summieren, die es sein können. Dann muss ich zwischen mal einer festgegebenen Hypothese W die Wortfehlerrate ausrechnen, zwischen diesem W und der Referenz und das Ganze dann halt entsprechend gewichten mit der Posteriori-Wahrscheinlichkeit, dass diese Referenz dann auch wirklich die richtige Wortfolge ist, gegeben meine Audioaufnahme. Wenn ich das rechts ausrechnen kann,
Dann kann ich wieder anfangen, hier das W zu, variieren und so zu variieren, dass der rechte Ausdruck minimal wird. Das heißt, ich muss also zwei Schritte machen. Ich muss über alle möglichen Referenzen summieren und ich muss dann noch das W variieren und das W finden, das dafür sorgt, dass der ganze Ausdruck minimal wird. Wo in aller Welt bekomme ich denn die Menge aller möglichen Referenzen her? Das ist ja letztendlich wieder die Menge aller möglichen Wortfolgen. Das W, das unter dem Argmax steht, ist das. So eine Summe auszurechnen, ist schon mal schwierig. Das ist ja ungefähr so wie das Suchproblem. Nur, dass ich es jetzt hier wirklich für alle Referenzen machen will, dass ich nämlich nicht nur interessiere für das Maximum R, sondern ich muss es wirklich für alle R machen. Ich muss die posteriore Wahrscheinlichkeit für alle R ausrechnen, aufsummieren und das Ganze dann noch multiplizieren mit einer Wortfehlerrate, wobei ich das W so lange variiere, bis ich das Minimum gefunden habe. Das ist also nochmal deutlich aufwendiger und deutlich schwieriger als dieser Maximum a posteriori Ansatz ist. Gut, kümmern wir uns um das erste Problem, woher bekomme ich die Menge aller möglichen Referenzen? Und da nimmt man halt nicht die Menge aller möglichen Referenzen, sondern man schränkt die Menge ein auf die Menge aller möglichen sinnvollen Referenzen. Und sinnvolle Referenzen sind im Prinzip solche, die eine nennenswerte a posteriori Wahrscheinlichkeit haben. Man kann sich vorstellen, es gibt sicherlich sehr viele Wortfolgen, die eine sehr geringe a posteriori Wahrscheinlichkeit haben. Und dementsprechend wird die, egal wie hoch die Wortfehlerrate ist, wenn diese a posteriori Wahrscheinlichkeit gegen 0 geht, dann geht der Summand, der Beitrag dieser speziellen Referenz zu dem gesamten Ausdruck, geht im Prinzip gegen 0. Ist also nicht mehr nennenswert. So wie ich das gemacht habe bei der Auswertung von Gauss-Mixturmodellen, wo ich mich nur auf die Gauss-Komponenten konzentriere, die überhaupt einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtwahrscheinlichkeit beitragen, konzentriere ich mich hier nur auf die Referenzen, die überhaupt einen sinnvollen, messbaren Beitrag im Sinne ihrer a posteriori Wahrscheinlichkeit überhaupt beitragen. Und wie kann ich das machen? Was eignet sich dafür? Wie kriege ich so eine Liste von Wortfolgen, die einen halbwegs großen Wert bei der a posteriori Wahrscheinlichkeit haben? Jetzt darf man die letzten Stunde, 15 Minuten nicht geschlafen haben. Naja, gerade eine N-Besten-Liste. Eine N-Besten-Liste ist ja gerade die Menge aller Wortfolgen, die am wahrscheinlichsten ist, am zweitwahrscheinlichsten, am drittwahrscheinlichsten, am viertwahrscheinlichsten. Also eine N-Besten-Liste scheint doch relativ gut dafür geeignet zu sein. Oder halt alternativ ein Wortgraph. Fangen wir an mit der N-Besten-Liste, ist wahrscheinlich einfacher. Also, wir schränken uns ein auf eine N-Besten-Liste, auf groß N Referenzen. Und dann muss ich jetzt halt hier das Ganze minimieren über Menge aller möglichen Wortfolgen. Das ist schon wieder Mist. Wieder alle Menge möglichen Wortfolgen, über die ich minimieren muss. Naja, schränken wir die halt auch wieder ein. Und worauf schränken wir die ein? Was sind wohl gute Kandidaten für Wortfolgen, unter denen wohl die Wortfolge mit der kleinsten Wortfehlerrate sein wird? Naja, es scheint nicht immer die Wortfolge mit der höchsten a posteriori Wahrscheinlichkeit zu sein, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Wortfolge habe, die eine ganz miese a posteriori Wahrscheinlichkeit hat, aber trotzdem eine ganz tolle geringe Wortfehlerrate? Ist nicht so hoch. Das heißt, da kann ich mich jetzt auch wieder einschränken auf meine N-Besten-Liste. Das heißt, in meiner N-Besten-Liste variiere ich das W, also alle Werte aus der N-Besten-Liste setze ich in das W ein und dann für jeden Wert in der N-Besten-Liste bilde ich diese Summe. Berechne also Wortfehler von dieser einen Wortfolge aus der N-Besten-Liste gegenüber alle anderen Wortfolgen in der N-Besten-Liste, multipliziert mit der a posteriori Wahrscheinlichkeit, die ich ja schon beim Erstellen der N-Besten-Liste glücklicherweise bekommen habe, und darüber probiere ich alles aus und sucht das Minimum. Das heißt, im schlimmsten Fall läuft sowas in O von n Quadrat. Ist also noch halbwegs erträglich, wenn man jetzt auch noch N-Besten-Listen nimmt, die halt halbwegs sinnvoll eingesetzt sind. Und wenn ich jetzt noch mit sowas wie Early Abortion arbeite, da ich ja hier auch wieder wie bei der Gauss-Glocke, ich summiere Sachen auf
Und wenn es dann irgendwann zu schlecht wird als das, was ich bisher schon hatte, dann brauche ich also die Minimumsuche nicht weiter fortzusetzen. Dann ist das sowas im Großen und Ganzen in Pi mal Daumen im Durchschnitt O von N. Das gleiche Spielchen würde ich auch gerne auf Wortgraphen machen. Wortgraphen sind halt sehr kompakte Repräsentationen von N-Bestenlisten. Die Anzahl der Hypothesen, die in so einem Wortgraph enthalten sind, ist sehr, sehr viel höher als bei der N-Bestenliste. Aus jedem Wortgraphen kann ich im Prinzip immer wieder eine N-Bestenliste machen, nur die Anzahl der N, die Größe von N wird dann halt sehr, sehr, sehr groß, sodass dieser naive Ansatz, der auf wohldimensionierten N-Bestenlisten funktioniert, halt nicht mehr funktioniert. Aber was man sich vorstellen kann, ist, dass man halt diese Lattice-Struktur ausnutzt, um mit sowas wie dynamischer Programmierung drauf loszulegen. Dass man also, da man halt in so einem Graphen hat man häufig selbe Präfixe, das wäre schön, wenn man das zum Beispiel beim Ausrechnen der Wortfehlerrate ausnutzen kann, dass ich das nicht immer alles wieder neu ausrechnen muss. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn ich das mit dynamischem Programmieren machen will, dass das Ausrechnen der Wortfehlerrate halt kein lokales Problem ist, sondern um die Wortfehlerrate wirklich präzise bestimmen zu können, brauche ich eigentlich den ganzen Satz. Ich kann den nicht einfach so immer stückweise aufsummieren. Das ist doof. Und dann muss man halt wieder anfangen zu approximieren. Und die Idee hier ist, dass man nicht mehr dieses paarweise Alignment zwischen den Strings macht, sondern dass man jetzt künstlich einführt das Konzept von Wortpositionen. Also etwas, was ich vorher ja eigentlich nicht hatte. Ich hatte keine Wortpositionen, ich weiß nicht, wie viele Wörter es gibt. Ich fange jetzt an, Wortpositionen einzuführen und zwinge meine Lattice, die Wörter in meiner Lattice, in diese virtuellen Wortpositionen und kann dann so ein globales Multi-String-Alignment machen. Frage ist, wie viele Wortpositionen brauche ich? Das gibt mir im Prinzip die Struktur der Lattice her. Aus der Struktur des Lattice müsste ich so ungefähr erraten können, wie viele Wortpositionen sinnvoll sind. Ihr hängt alle in den Seilen, glaube ich. Da das noch mal ein bisschen knifflig ist, verschieben wir das auf nächstes Mal und dass wir uns dann anschauen, wie wir aus dieser Wordlattice, die wir jetzt haben, so ein vernünftiges Multi-String-Alignment machen können. Wenn man sie sich anschaut, das sieht schon so aus, als muss es da Wortpositionen geben. Dadurch, dass ja die Worte sehr ähnlich sind, also hier dieses I, das scheint eine Wortposition zu sein, die Stille am Anfang, dann so dieses Move, Have, Move, das scheint ja auch irgendwie eine Wortposition zu sein, dann scheint es hier diese Its zu geben, dieses Very, Real, das scheint so die nächste Position zu sein, und dann often und fine und fast und silence vielleicht nochmal und dann da hinten das silence, dann die letzte Wortposition. Und da brauchen wir jetzt irgendwie einen cleveren Algorithmus, eine clevere Heuristik, die unter Ausnutzung dieser Wortidentitäten und der Tatsache, oder andersrum, wie machen wir das? Wie machen wir jetzt durch draufgucken, dass wir da Wortpositionen haben? Zum einen stellen wir fest, dass die Worte entweder gleich oder ähnlich sind. Also sie haben hier eine relativ geringe Phonemfehlerrate untereinander, plus sie scheinen so ungefähr zur gleichen Zeit anzufangen und zu enden. Und mit diesen beiden Informationen, wann das Wort anfängt, wann es endet und was der Phonemfehler zwischen diesen Wörtern ist, der die so in ungefähr gleicher Zeit liegen, kann man dann versuchen, da solche Wortpositionen zu nehmen. Und dementsprechend, wenn man sich zum Beispiel hier dieses Move anschaut, das ragt ja in dieses It noch mit rein. Und dieses It hier, das ragt ja noch in dieses Move und dieses Have rein. Da würde man, wenn man jetzt nur auf die Zeit guckt, Schwierigkeiten haben zu entscheiden, ob man dieses It jetzt noch zu diesem dazu nimmt oder ob man es lieber zu diesem Very und Will mit hinzunimmt, weil da ragen die ja auch mit rein. Oder sind die nicht doch eine Kategorie für sich selber? Und diese sind eine Kategorie für sich selber, kann man dadurch entscheiden, dass It und Have so phonetisch rein gar nichts miteinander zu tun haben und It und Very so phonetisch auch nichts miteinander zu tun haben. Aber dieses Very da oben offensichtlich zu diesem Will und Very gehört, weil es da ähnlich ist, aber definitiv das obere Very, das da auch bei diesen Haves und so schon anfängt,
dass das definitiv nichts mit denen mehr zu tun hat, weil es phonetisch zu unterschiedlich ist. Und wie man das jetzt macht, wie man diese Heuristiken dann entsprechend formalisiert, das schauen wir dann uns nächstes Mal an. Das kriege ich jetzt in 5 Minuten nicht mehr durchgepeitscht. Okay, also nächste Woche keine Vorlesung. Übernächste Woche gucken wir uns das noch an und machen das noch zu Ende. Okay, bis dann.